Ja, da kommt jetzt mal weit angereist zu uns auch, der nimmt jede Ausfahrt mit, gell? Mit der Frau, mit dem Hund, das ist der da, da liegt der, brav, gell? Ganz falsch, in Salzburg und mit der Neustadt zum Weiter. Ja, aber macht nicht, du bist jetzt mal dabei bei den großen Ausfahrten bei uns. Dann hört er jetzt einen Dank, Peter, du rufst dich da an, informierst dich, Dankeschön, das kann man besser, gell? So, wir fangen jetzt an mit Erinnerungsgeschenken und mit einer Urkunde an der Teilnahme heute von der Ausfahrt. Ich übergebe das Mikrofon nachher in dem Peter. Zum Schluss machen wir noch ein paar Wörter nachher, werden wir noch was einfallen nachher, werden wir noch irgendwas erzählen, was wir für ein Programm noch haben, aber dass es nicht so angespannt ist, dann man sieht, dass es weitergeht. So, der Peter, der Obmann Stellvertreter, mein Bruder wird das ein wenig machen. Ja, ich hoffe, dass er besser ist als ich. Ich kann es nicht sagen. Mit den Frauen hat er Pech, zwei Wesen ist schon geschieden. Hoffentlich, dass er mit den Oldtimer ein Kind gehabt, da hat er schon vier Oldtimer daheim stehen und zwei paar Motoren auch. Haben mit nichts kann er fahren, geht es immer mit den Frauen. Für eins muss ich sich mal entscheiden. Oder? Ja, aber gleich drin. Ja. So, wir machen es diesmal ein bisschen umgekehrt. Wir machen die Prämierung erst zum Schluss. Wir fangen heute mal gleich an mit der Urkundenvergabe und mit Erinnerungsgeschenk. Und zwar fangen wir gleich an, wie gesagt, an mit Helmut Natuschka. Wo ist der bitte? Herzlichen Dank auch. Kriegst du ein ganz Erinnerungsgeschenk. Urkunde und ein Aufgeber fürs Fahrzeug. So, dann haben wir in Horst Kutschenau. Bist du Horst Kutschenau? Haben wir ja. Herzlichen Dank auch. Wie wurscht? Komm mal los, das Ding. Ja, mir ist das egal. Ich bin das wohl nachschaffen. Ja, du musst nur in die Kamera schauen. Urkunde kriegst du auch noch, schau. Dann haben wir in Franz und die Ingeborg fast. Ist diesmal das älteste Motorrad. Und zwar gibt es diesmal zwei gleiche mit Bayonetzen 53. Und da zählt der Winter für den Fahrer, wo der Vorrang als erster da. Herzlichen Dank. Ja. Rudi, jetzt schon keinen Stress mit dem Pokal. Ja. Ja, gut. Ja. So, der zweite. Das ist der Josef Weichinger. Wo ist er? Ja, mit der EMW 350, bei 1953. Er ist ein bisschen jünger, durch das ist er Zweiter. Ja, du kriegst einen schönen Pokal und einen Schaufel auch dazu. Gell? Weißt du, der Motorrad ein bisschen her, mehr Pflege solltest du herrichten. Gell? Du kriegst einen Schaufel auch dazu, weil du zum Stecken bist. Gell? Ja. Aber du wirst ja schon wieder zusammenlegen, gell? So, Dritter ist der Arno Stober mit seinem Buch die F250 wieder, vorne 1954. Ja, hoffentlich hast du einen Gepäckträger mit, gell? Mit dem Pokal. Schauen wir mal, wie aufs Loch. So, wir kommen zu den Autos. Der Peter Gräsel mit seinem Opel Blitz, 1956. Ich glaube, das war. Du wirst leider nicht im Pokal. Und jetzt noch was anderes gesagt. Dann ist. Und dann ist Pop was anderes geleitet. Das ist doch klar.
erste. Dann haben wir es ein bisschen anders jetzt, das haben wir umdisponieren müssen. Die Christen Jungwirten sind jetzt der Erste, weil das andere ja unser Feuerwehrauto war. So mit dem Käferbeutel jetzt noch der Fuß, wie ist sie? Das ist nicht ein Fluchtweg hier. Spar du. Ja, das gibt es auch. Ja, so das Theater, aber nicht so das die Fahrer. Ja, und jetzt war Zufall. Ja. So, das nächste ist noch der Josef Korneis, jetzt im Quartanus, 17M, wo ist er? Der Josef, da ist er ja schon, schau. Früher war es üblich, dass die Frau Wasser geschickt haben, weil wir für Fußball gehört. Aber dann wurde schon so viel Werbung gemacht, weil jetzt gehen wir nur die Männer. Das kann man. So. Den jüngsten Teilnehmer haben wir jetzt. Das ist der Markus Nagelhofer. Wo ist er? Das hat man gar nicht gehabt, dass er wieder so ist, der Teil der Wasser gehen muss. Ja, jetzt mit seinem Buch 650er, die Erde ist ja gefahren, war nicht so viel als jetzt. Gell? So, so kann es auch sein, dass du die Jüngste immer bist. Das hast du nicht gehabt. Dann haben wir den ältesten Teilnehmer. Das ist der Leopold Gromoser. Wo ist der Leopold? Da ist er. Vorne ist er mit der Lopi im Kadett B, euer Netz 50er, aber jetzt noch unter 60. Der älteste Teilnehmerin ist die Höhe Johanna. Und ihrem VW Santana. Wo ist sie? Ist schon weggefahren. Ja, geht sie noch. So. So, dann haben wir den weitesten Angereisten. Das ist der Gerald Resch aus Franzmannsdorferstraße in Salzburg. Opel Rekord C. Ist er? Herzlichen Dank. Ja. Passt.